Wir sind hier in der Tubelochschlucht, in einem engen Tal eigentlich. Oben ist eine Autobahn, diese Bahn fährt auf der anderen Seite durch. Wir sind in einem kleinen, vor einem kleinen Gebäude, wo eigentlich Wasserkraft genutzt wird, seit ganz langer Zeit, seit Anfang von der Entstehung des elektrischen Netzes. Unten ist die Druckleitung. Hier haben wir in dieser Druckleitung etwa 3 Kubikmeter pro Sekunde im Moment, die durchfließt. Durch den Höhenunterschied kann es Energie abgeben. Die Energie wird in einer Spirale durch Turbinen gejagt und treibt so ein Wasserrad, ein modernes Wasserrad an. Es gibt so eine Energie ab, mechanische Energie, eine Welle, die dreht, die die Energie in den Generator bringt und hier die Energie in elektrische Form umwandelt. Und von hier aus kann sie frisch erpressen, ins elektrische Netz eingespissen werden. Der Übergang ist hier mit dem Transformer. Also hier wird es auf Mittelspannung transformiert, 16.000 Volt, und wird dann nach Biel transportiert. Also, dass wirklich Hochspannung da ist, möchte ich mit dem Spannungsprüfer zeigen, dass da haben wir also wirklich die Hochspannung, die ich jetzt berühre.